Es sieht so aus, als würden wir so weit vorbereitet sein, wie es eben geht. In Anbetracht der großen Nachfrage und des großen Interesses an dem Thema. Nochmal einen wunderschönen guten Abend. Zuerst einmal will ich ganz kurz mich vorstellen. Mein Name ist Claudia Heid. Ich bin Mitglied im Vorstand der Europäischen Linken. Und in diesem Kontext natürlich ganz selbstverständlich beschäftigt mit der Frage dessen, was sich zuerst als Ukraine-Krise und jetzt als Ukraine-Bürgerkrieg entfaltet hat. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend ein Podium haben mit drei Menschen, die wichtige Beiträge leisten können zur Frage dessen, wer in der Ukraine eskaliert, was die Eskalationsmomente in der Ukraine sind. Ich werde zuerst André Hunko das Wort geben. Er ist Abgeordneter der Linken, sitzt im Europaausschuss und ist gleichzeitig in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und war erst vor kurzem im Osten der Ukraine. Sehr schön, dass du da bist, André, ich freue mich. Helmut Markov werde ich später vorstellen, wenn er dran ist. Und dass wir heute Abend den Ehrengast haben, Herr Professor Mürsheimer, ist allen bekannt und ich werde ihn auch noch ausführlicher vorstellen, bevor ich ihn befragen werde. André, du hast das Wort. Ja, erstmal schönen guten Abend. Kann man das hören? Das, okay. Ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist nicht so richtig da. Ich leide auch unter einer Bronchitis. Aber kurz nochmal mein Bezug zum Thema. Ich bin für die Linke zuständig im Bundestag für die EU-Ostpolitik, also für die Ostpolitik im Europaausschuss. Das ist ja etwas auch der Ausgangspunkt der aktuellen Krise, Stichwort Assoziierungsabkommen, was im November 2013 hätte ratifiziert werden sollen in Vilnius, wo damals Janukowitsch eigentlich mehr Zeit wollte. Er hat das ja nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern wollte es ein halbes Jahr verschieben. Also das ist natürlich ein großes Thema. Zweitens bin ich in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, was sehr, sehr spannend ist. Ich muss das immer erklären. Es sind 47 Parlamente dort vertreten. Das heißt, die Russen sind dabei, die Ukrainer sind dabei, die baltischen Staaten, aber auch Island oder Schweiz oder Aserbaidschan, Georgien und so weiter, also auch viele Länder und Abgeordnete, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Und da haben natürlich auch die Debatten um die Ukraine und vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung zwischen der russischen Delegation und auch den anderen Delegationen stattgefunden. Ich war in den letzten 2,5 Jahren 9-mal in der Ukraine, 6-mal als Wahlbeobachter für den Europarat. Im Oktober 2012 bei den letzten gesamtukrainischen Parlamentswahlen, das muss man ja leider so konstatieren, weil die letzten Wahlen, die im Jahre 2014 stattgefunden haben, ja nicht mehr unter Einschluss der Menschen auf der Krim stattgefunden haben und vieler Menschen auch im Donbass, also etwa 5 Millionen haben da nicht mehr teilgenommen. Und ich war auch mit dem EU-Ausschuss da, also in vielen Funktionen und zuletzt vor 2,5 Wochen mit meinem Kollegen Wolfgang Gerke in Donetsk, illegal eingereist, wie mir auch dann die ukrainische Regierung im Nachhinein mitgeteilt hat, von der russischen Seite aus, weil es die einzige Möglichkeit war, dort eine Hilfslieferung mit Medikamenten, wir haben 7 Tonnen Medikamente an die Krankenhäuser geliefert, die einzige Möglichkeit war, das in der aktuellen Situation von russischer Seite zu organisieren. Zur Frage, wer eskaliert in der Ukraine? Ich will normalerweise, ich habe 30 Vorträge schon gehalten, ich rede normalerweise eine Stunde, das will ich jetzt nicht tun. Das wäre unfair den anderen Gästen, anderen Podiumsteilnehmern gegenüber. Ich will ein paar Punkte herausgreifen, die ich und meine Beobachtungen dazu darstellen, die mich ausgesprochen erschüttert haben in dem Vorgang, wie er stattgefunden hat. Und ich fange mal an mit den Maidan-Protesten, die im Anschluss an das nicht ratifizierte EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen gestartet sind. Und diese Proteste waren
meines Erachtens zum einen hatten sie eine soziale Dimension, aber zum anderen auch eine nationalistische Dimension. Aber sie waren auch schon relativ bald stark geprägt, einerseits von sehr nationalistischen Kräften und auch von gewaltbereiten Kräften. Es gab viele Äußerungen. Zum Beispiel will ich ein Beispiel erzählen vom Generalsekretär des Europarates, ein 5-Seiten-Dokument, das sich richtet an die Regierung, damals Janukowitsch, nicht gewaltsam gegen die Demonstrationen vorzugehen. Ich habe das auch unterstützt. Aber was auffällig war, dass in diesen 5 Seiten kein einziges Wort war, auch an die Demonstranten, selbst nicht gewaltsam vorzugehen. Wir wissen, die waren auch zum Teil bewaffnet. Und diese, ich sag mal, Einseitigkeit des Herangehens zieht sich sozusagen durch die ganze letzten 2 Jahre und nimmt auch sozusagen bis zu den heutigen Äußerungen zu den Minsker Abkommen, Minsk II, wo gesagt wird, eine Verletzung von Minsk II, ohne das näher zu definieren, würde weitere Sanktionen gegen Russland zur Folge haben. Also ohne zu differenzieren, wer eigentlich möglicherweise die Waffenruhe gegenwärtig verletzt. Dass dieser Strang der einseitigen Herangehensweise ist sicherlich ein Moment, den Konflikt weiter zu eskalieren, bis hier eskalieren zu lassen, aber auch weiter zu eskalieren. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, das, was am 22. Februar 2014 in Kiew passiert ist, also der, ich sage, verfassungswidrige Umsturz oder auch Staatsstreich oder auch Putsch, der ja geleugnet wird, obwohl die Verfassungswidrigkeit auch auf Nachfrage von mir vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bestätigt wurde und sie ist eindeutig. Wir erinnern uns, am 20. Februar gab es die Todesschüsse auf dem Maidan. Es sind in der Summe etwa 100 Menschen ums Leben gekommen. Bis heute ist die Ursache dieser Todesschüsse unaufgeklärt. Es gibt keine befriedigende Untersuchung. Es gibt auch seitens des Europarates eine Initiative, diese Untersuchung voranzutreiben. Der Bericht hätte schon vor 2 Monaten, Ende Dezember, herauskommen sollen. Er ist jetzt verschoben worden auf Ende März. Aber bis heute keine befriedigende Untersuchung. Und in dieser Zeit, am 20. Februar 2014, war Steinmeier mit dem französischen und polnischen Außenminister in Kiew und sie haben ein Agreement ausgehandelt. Ich glaube, 30 Stunden waren die Verhandlungen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange mit Janukowitsch und mit den 3 damaligen Oppositionsführern von Svoboda, dem Tschernibuk, von Udar, dem Klitschko und Jasenjuk, von damals noch in der Batgivchina, der Vaterlandspartei. Und dieses Agreement hat Steinmeier am Freitagabend, dem 21. Februar, den Obleuten vom Europa- und Außenausschuss des Bundestages vorgestellt, per Telefonkonferenz, als er zurückkam nach Berlin. Das war freitagsabends 7 Uhr, ich erinnere mich sehr genau dran. Und ich habe gesagt, dieses Agreement ist ein guter Weg aus der Krise. Es sah vor Neuwahlen im Laufe des Jahres 2014. Es sah eine Übergangsregierung vor. Es sah vor die Entwaffnung nicht regulärer bewaffneter Gruppen, eine integrative Politik gegenüber Minderheiten und die Entlassung von Festgenommenen. Ich glaube, dieses Agreement hätte einen guten Ausweg darstellen können und das habe ich damals auch in der Telefonkonferenz gesagt. Während Steinmeier uns hier telefonisch unterrichtete, fand auf dem Maidan ein völlig anderer Prozess statt. Die Führer der Opposition, die ich eben genannt habe, haben versucht auf dem Maidan dieses Agreement, das übrigens auch vom Maidan-Rat, also einer Struktur der
Bewegung selbst mit übergroßer Mehrheit akzeptiert wurde. Es fand in der Situation einen Tag nach den Todesschüssen überhaupt nicht die Stimmung. Ich habe mir das nochmal angeschaut im Video. Klitschko ist ausgepfiffen worden, Djanibok ist ausgepfiffen worden. Und stattdessen sind Vertreter von den Maidan-Hundertschaften und vom rechten Sektor auf die Bühne und haben gesagt, wir haben hier nichts unterschrieben. Janukowitsch muss bis zum nächsten Morgen 10 Uhr zurücktreten. Andernfalls stürmen wir gewaltsam die Regierungsgebäude. Und das fand überwältigende Mehrheit. Es gab Jubel. Das fand die Stimmung auf dem Maidan. In dieser Situation hat Janukowitsch das Land verlassen, weil er auch, glaube ich, nicht zu Unrecht um sein Leben fürchten musste. Und hat seine Sicherheitskräfte um die Regierungsgebäude abgezogen. Und es kam dann zur Übernahme der Regierungsgebäude, zur Parlamentssitzung am 22. Februar, bewacht das Parlament von bewaffneten Kräften des Maidan. Und dort wurde dann der Präsident abgesetzt, ein Übergangspräsident gewählt, Turchinov. Das alles verfassungswidrig und das alles auch unter sozusagen gewaltförmiger Situation. Ich habe mir nochmal die Reihen angeschaut im Parlament. Die Reihen der kommunistischen Partei waren fast leer. Die Reihen der Partei der Region waren ziemlich leer. Also die sozusagen gegen diesen Kurs gerichteten Kräfte haben sich nicht getraut, so interpretiere ich das mal, unter diesen Bedingungen ins Parlament zu gehen. Das ist die Grundlage des Umsturzes. Und das zu legitimieren von allen westlichen Akteuren, inklusive des Generalsekretärs des Europarates, der ja zuständig ist primär für die Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ich habe ihn wenige Tage später in Malta getroffen und danach befragt. Und er hat gesagt, nein, es ist nicht verfassungswidrig oder man soll da nicht so genau hinschauen. Es ist eine Revolution, wie sie 89 in Deutschland auch stattgefunden hat. Und das ist die Lesart auch der Bundesregierung bis heute. Ihr kennt das 18-Punkte-Papier des Außenministeriums, wo sozusagen dieser Umsturz bis heute legitimiert ist. Und das Abkommen, was einen Tag vorher von Steinmeier, der Opposition, dem Präsidenten und anderen Außenministern unterzeichnet wurde, dieses Abkommen war binnen 24 Stunden Makulatur. Ich glaube, das ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang in der Geschichte der internationalen Politik. Und ich habe Steinmeier danach gefragt, gilt das denn noch? Und er sagt, nein, es gilt nicht mehr, weil Janukowitsch ist ja geflohen. Und ich glaube, dieser Umgang, das ist ein zentraler Moment der Eskalation gewesen. Ich könnte jetzt viele Schlüsselereignisse darstellen, dafür reicht die Zeit nicht. Ich will stichwortartig sagen, Mitte April waren wir mit dem Europaausschuss in Kiew und Donetsk, als die Gegenreaktion stattgefunden hat, gegen den Staatsstreich in Kiew, also vor allen Dingen im Osten und Süden der Ukraine, der sogenannte Anti-Maidan. Auch dort wurden Gebäude besetzt. Ich habe die damals besucht, Mitte April, in Donetsk. Sie haben gesagt, ja, das haben die ja vorher auf der anderen Seite genauso gemacht. Und am Tag, als wir in Kiew waren, war auch der CIA-Chef Brennan in Kiew und hat sich mit dem Übergangspräsidenten Turchinov getroffen. Und am nächsten Tag hat Turchinov die sogenannte Antiterror-Operation ausgerufen. Der Begriff Terror und Terrorismus existierte in der Form in der Ukraine überhaupt nicht. Aber bis heute wird in der Ukraine die Auseinandersetzung, die stattfindet mit dem sogenannten Separatisten, eben als Terrorismus definiert. Die Armee wurde eingesetzt, um die Antiterroroperation umzusetzen. Als wir damals in Donetsk waren, rückten die Panzer Richtung Donbass. Die erste Stadt war Kramatorsk. Und das war der Beginn der militärischen Auseinandersetzung, woran ich nochmal erinnern will. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Definition des innerukrainischen Widerspruchs, der existierte und existiert,
als Terrorismus ist ein weiteres Moment der Eskalation. André, ich hätte ganz kurz, ich habe eine ganz kurze Nachfrage dazu. Die Tatsache, dass ähnliche Vorgänge im Westen als Befreiung gefeiert worden sind oder bezeichnet worden sind und im Osten und Süden der Ukraine als Terrorismus bezeichnet worden ist, wurde dieses Label, dieses Etikett irgendwo in Frage gestellt im Europarat oder im Bundestag? Gab es da irgendeinen Widerspruch dagegen? Ja, den habe ich zum Ausdruck gebracht in den Debatten, aber es gibt keine offiziellen Resolutionen, die das sozusagen so formulieren. Gut, der Begriff Terrorismus wird nicht verwendet von der Bundesregierung. Die Bundesregierung spricht von Separatismus. Das ist schon ein Unterschied, darf man nicht vernachlässigen. Auch in den Europaratsdokumenten, die ich insgesamt für falsch halte in ihrer, in ihren Darstellungen, verwendet aber auch nicht diesen Begriff des Terrorismus. Also ich will vielleicht noch einen Satz sagen, um die Ukraine zu verstehen. Die Ukraine ist sehr tief gespalten zwischen Ost und West. Sowohl historisch, was die historischen Narrative angeht. Es gibt im Westen sehr weit verbreitet den sogenannten Bandera-Kult, also die Bezugnahme auf Stepan Bandera, der im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert hat. Sein Bild war auf dem Maidan direkt neben der Hauptbühne sehr groß aufgestellt und ist ein Bezugspunkt, sehr, sehr verbreitet ist in der Westukraine. Und es gibt in der Ostukraine viel stärker verbreitet den Bezugspunkt der Befreiung vom Faschismus, des Kampfes der Roten Armee, des großen Vaterländischen Krieges. Und als ich am April 2014 mit den Bergarbeitern in Donetsk gesprochen habe und sie gefragt habe, warum sie protestieren gegen Kiew, dann haben sie gesagt, wegen den Banderisten da. Ja, also oder Faschisten oder Banderisten. Das waren die zwei Hauptworte, mit denen sie die Regierung in Kiew oder diese Putschregierung, also die Umsturzregierung bezeichnet haben. Es gibt ein sehr tiefes historisches Kluft zwischen Ost und West. Es gibt eine sehr tiefe ökonomische Kluft zwischen Ost und West. Die Ukraine ist im Unterschied zu Russland im Osten und Polen und Baltikum im Westen ökonomisch in den letzten zwei Jahrzehnten stagniert und es gibt eine große Armut. Und die Wirtschaft und im Westen und im Osten sind in unterschiedliche Richtungen orientiert. Die Menschen im Westen sind stark an der EU orientiert, sehen ihre Hoffnung, sehen, was in Polen passiert, sehen, was im Baltikum passiert und orientieren sich sehr stark daran. Die Menschen im Osten und auch die Ökonomie im Osten ist sehr, sehr verbunden gewesen, muss man jetzt sagen, mit der Wirtschaft, mit der russischen Wirtschaft und wo dann auch wiederum die Löhne und die Renten und die Sozialleistungen höher sind als zum Beispiel im Donbass. Unter diesen Voraussetzungen die Ukraine vor eine Alternative zu stellen, entweder EU-Westen oder zu Russland zu gehen, führt in der Konsequenz, je nachdem wie scharf man es macht, führt meines Erachtens auch zum Bürgerkrieg, den wir jetzt haben. Und diese Alternativstellung für die Ukraine ist sicherlich auch ein weiterer Moment der Eskalation. Und ich glaube, wir sollten diese Eskalation zurückdrängen, weil ich glaube, was bis jetzt passiert ist, 6.000 Tote im Osten, wird nicht das Ende gewesen sein, wenn die Zeichen weiter auf Eskalation stehen und wenn die Konfrontation mit Russland weiter verschärft wird. So viel vielleicht als einleitende Worte von mir. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank an André Hunko an diese wichtige Einschätzung und auch nochmal daran zu erinnern, welche Rolle der 22. März des letzten Jahres, Februar, Entschuldigung, aber das war nur der Test, ob alle aufpassen, der 22. Februar des letzten Jahres gespielt hat und welche wesentliche Weichenstellung hier passiert ist. Wir haben nun das große Glück, mit Professor Mürsheimer hier einen wirklich renommierten Politikwissenschaftler zu haben,
der sich seit Jahrzehnten mit der Frage der internationalen Beziehungen beschäftigt, dessen Werke wesentlich dazu beigetragen haben, klarzumachen, welche Analysekraft der Realismus auch heute noch hat, welche Bedeutung Geostrategien auch heute noch haben. Hier in Deutschland hat neben all den Büchern, die Sie geschrieben haben, besonders Ihr Artikel im letzten Oktober in Foreign Affairs für Wirbel gesorgt, indem Sie darauf hingewiesen haben, dass der Westen wesentlich zuständig ist für die Eskalation und die übliche Lesart, alleine Russland eskaliert, so nicht stimmt und so die Zuspitzung des Konfliktes nicht erklären kann. Ich freue mich, wie gesagt, dass wir Sie hier haben und ich werde jetzt meine Fragen in Englisch stellen, damit wir keine Missverständnisse auf dieser Ebene produzieren. Professor Mearsheimer, you wrote that actually Russia is not to blame as the force which started the escalation. It's now part of the escalation, this is for sure. But how did you come to the conclusion that it's not, at least not mostly, Russia's fault that the situation around Ukraine has escalated as we see it now? First of all, I would like to thank, can everybody hear me in the rear? Louder? It's not on you. I don't think it's on. Maybe more than that. Very close. Is this better? It's like. Okay. First of all, I would like to thank Andre for inviting me to Berlin, and I'd like to thank all of you for coming out tonight to hear us speak. Let me tell you first why I think the West is responsible for the crisis, and then let me say a few words about why I think the evidence shows that Putin, and more generally, the Russians, are not responsible for the crisis. My view is that what precipitated the crisis was the West's attempt to make Ukraine part of the West, to peel it away from Russia's orbit and to integrate Ukraine into the West. This strategy that the West was pursuing had three elements. The first element was NATO expansion. And you want to remember that in April 2008, NATO announced at the end of the Bucharest summit that Ukraine and Georgia would become part of NATO. Putin and numerous other Russians made it perfectly clear that this was unacceptable and they were not going to allow it to happen. The second strand in the strategy is EU expansion. In other words, the West was determined to make Ukraine, and Georgia for that matter, a part of NATO and a part of the EU. The third part of the strategy was democracy promotion. Now, it's very hard to be opposed to democracy promotion because in principle we all like democracy. But you have to understand that when the Americans engage in democracy promotion, what they're really interested in doing is toppling governments that are not friendly to the United States, even if they're democratic, and putting in place governments that are friendly. And Andre just talked about the February 22nd coup, and it was a coup. The Americans supported that coup, and the Americans were interested in getting rid of Yanukovych, who was basically pro-Russian, and putting in his place a government that was pro-American. And of course, that's exactly what happened. And as Andre made clear, that was the spark that lit the fire. But what I'm saying to you is that you have to understand that there were three strands to the strategy: NATO expansion, EU expansion, and democracy promotion. And all of this was an attempt by the West to make Ukraine part of the West. No great power,
and this includes the Russians, and this includes the United States, and this includes China in the future, is going to allow another great power to march its military alliance up to its border. As many of you know, we in the United States have what's called the Monroe Doctrine. And the Monroe Doctrine says that no European great power, no Asian great power, no distant great power can move military forces into the Western Hemisphere. All of you have heard of the Cuban Missile Crisis. Some of us are old enough to remember the Cuban Missile Crisis. What happened there was the Soviet Union had the audacity to put missiles in Cuba. They had the audacity to put military forces in our neighborhood. The United States said that was unacceptable, and the Kennedy administration was willing to risk nuclear war to force Khrushchev to take those missiles out of Cuba. The United States does not tolerate military powers from afar coming into the Western Hemisphere. Well, the same basic logic applies to the Russians. The Russians will not tolerate a situation where Ukraine becomes part of the West. And Putin told us that on numerous occasions. And indeed, the August 2008 war between Russia and Georgia was over that very issue. It was in April 2008 at Bucharest that NATO said Georgia and Ukraine would become part of the West. It's no accident, ladies and gentlemen, that a few months later, in August 2008, you had a war over Georgia, because the president of Georgia thought that he could become part of the West and the Russians would just stand idly by. He was wrong. So what is driving this crisis, and nothing's changed because the West is still pursuing this policy and Ukraine is foolishly going along with the West, what's driving this crisis is the West's efforts to peel Ukraine away from Russia's orbit. Now, let me say a few words about Putin, because this is very important. Putin is now portrayed in the West, here in Germany, and much more so in the United States, as a highly aggressive individual who is determined to conquer neighboring countries and create a greater Russia that looks something like the former Soviet Union. Some people even argue that he is, in effect, the second coming of Adolf Hitler, and that this is the 1930s. This argument is wrong. And the key point that you want to keep in mind is that before the coup that Andre talked about, the coup on February 22nd, 2014, nobody in the West was saying that Putin was aggressive. Nobody was saying that we need NATO expansion to prevent Putin from going on the offensive and conquering territory. It was only after February 22nd when the West's policy blew up in its face that the West then blamed Putin, and he all of a sudden became another Adolf Hitler. Nobody was arguing that before February 22nd, 2014. I will close by saying that George Kennan, the famous American strategic expert and the father of containment policy during the Cold War, said in 1999, when NATO expansion started, you all remember that the first NATO expansion after the Cold War was in 1999. The second was in 2004. In 1999, George Kennan said,
This is a ridiculously foolish policy. There is no reason to expand NATO eastward. And Kennan then said, what's going to happen here is that this is going to lead to a major crisis with the Russians, and then we're going to blame the Russians. Ladies and gentlemen, this is exactly what happened. Yeah, thank you. Let me put some more questions to you. NATO at the moment, and the US, and also our own government, or the British government, are talking about helping the Ukraine. And this help for Ukraine at the moment looks like, I give you some examples, that NATO is building up forward operating bases in the Baltics. It's sending military advisors to Ukraine, which are multiplying. They're getting more every day, it looks, at least it looks like this. And they are promising to send weapons to Ukraine if there is no progress with Minsk II. Actually, they're already sending some, but let's put this in brackets. Do you think this is actually help for Ukraine? I think what the West is doing is what we call in the United States doubling down. In other words, they're just ramping up the existing policy. This is, in my opinion, strategically foolish. It's only going to make the war in Ukraine more intense, more Ukrainians are going to die, and it's going to further poison relations between Russia and the West, and especially between Russia and the United States. So it makes no sense, in my opinion, to do that. Let me say a few more words about why I think that. First of all, if the West arms the Ukrainians and trains the Ukrainians, does the things that Claudia was talking about, the Russians are not going to sit still and allow the West to do that. The Russians are going to counter-escalate. They will send troops of their own, weapons of their own, into eastern Ukraine, and they will make sure that the Ukrainians do not defeat the separatists. It's very important to understand that the West is not going to fight in Ukraine, because Ukraine is not a vital strategic interest for the United States or for the West more generally. You are not hearing any of the war hawks in America, and there are many of them. They are not saying we should fight in Ukraine. The Russians, on the other hand, will fight in Ukraine, because again, Ukraine is a vital strategic interest to Russia. So the Russians have a profound interest in making sure Ukraine does not win. Second point, the Ukrainian army is a terrible army. The Russian army is much bigger and much better. The idea that the West can turn the Ukrainian army into a formidable fighting force that can defeat the Russian army and the separatists is a dream. It's not going to happen, okay? So the end result is the crisis will escalate and more Ukrainians will die. And again, relations between East and West will get worse, not better. But let's assume that I'm wrong. Okay, let's assume that I'm wrong and that the West is successful at driving the costs up for the Russians. And let's assume that Putin is desperate. What do you think is going to happen then? All I will say is that you want to remember that Russia has thousands of nuclear warheads, and Russia
views what the West is doing as a threat to its vital interests. I believe that backing someone like Putin into a corner and putting him in a situation where he's desperate and where he has nuclear weapons is playing with fire. It is a remarkably foolish policy, especially when you realize that Ukraine is not a vital strategic interest for the United States, for Germany, for France, or for Britain. Yeah, I have two more questions, which are actually linked, as at least in the discussion here in Germany, and I think also in other NATO countries. The first part of the question is, did the US actually anticipate what would happen around Crimea, that it would become part of Russia as a result of the escalation? And the second part is that the narrative here is that if we as the West are not showing strength towards Russia, they will continue also to incorporate the east of Ukraine, or maybe all of Ukraine, or also part of Moldova, into Russia. Do you think this narrative has any value or not? With regard to the first question as to whether the West anticipated what the Russians did after February 22, 2014, the answer is simply no. Again, we did not believe before February 22nd that Putin was aggressive in any way. We thought that we could expand NATO, we could expand the EU, and we could promote democracy in Kiev, which again means putting a pro-American leader in place, and Putin would stand idly by and do nothing. That was our view. You want to remember that the Russians did nothing with the first NATO expansion in 1999, and they did nothing with the second NATO expansion in 2004. So by 2014, we believed, for what we thought was good reason, that we could bring Ukraine and Georgia into the West. And we had no idea that this was going to blow up in our face. So we didn't anticipate it. Now, with regard to your second question, Claudia, which is whether or not Putin has imperial ambitions. Is Putin really interested in creating a greater Russia? First point is, there's no evidence he had any interest in that before February 22nd. The second point is, he does not have the capability to do that. The worst thing that Putin could do is to try to conquer Ukraine. As I wrote in the Foreign Affairs article, it would be like swallowing a porcupine. As all of you know, we live in the age of nationalism. And any time you invade a country, you invariably end up occupying it. And when you end up occupying that country, what invariably happens is you get tremendous resistance from the local population. You all remember what happened when the Soviet Union invaded Afghanistan in 1979. It ended up as a disaster. You remember what happened when the Americans invaded Afghanistan? That disaster is about to be finished. Remember what happened when the Americans invaded Iraq? You remember what happened when the Americans went into Vietnam? The idea that Putin can reoccupy the Baltic states, reoccupy Ukraine and other territories around the Soviet Union, and he could easily digest them, is not going to happen. And that's why he has shown no interest in trying to conquer Ukraine. What Putin is doing in Ukraine is very simple. He is trying to destroy Ukraine.
And he is sending a message to the Ukrainians and to the West. And he is saying this. You have two choices here. One, you back off and you give up on making Ukraine part of the West. Or you continue to pursue that policy, in which case I will not let it happen because I will destroy Ukraine as a functioning society. So what you're watching happen before your very eyes is you're watching the destruction of Ukraine. And this gets back to your question, Claudia, about arming Ukraine. If we arm Ukraine, it's going to make the situation worse, and it's going to speed up and intensify the destruction. So what the West is doing here is the West is leading Ukraine down the primrose path. We are encouraging the Ukrainians to pursue a policy that's guaranteed to end up with the destruction of their country. You want to remember what happened in August 2008 with the Georgians. We encouraged the Georgians to think that they could become part of the West. And the Georgian president acted accordingly, and he thought that he could taunt the Russians. Well, he was wrong. And you know what happened? In the crunch, when the trouble came, the West did nothing to help him because Georgia is not a vital strategic interest for the United States. And the West, as I said to you, is not going to fight for Ukraine. We may arm Ukraine, but that will be disastrous for the Ukrainian people. Thank you very much. I will now continue this round to our next speaker. Wir haben als Abschluss, als grünen Abschluss in dieser Runde die Ehre, Helmut Markov hier zu haben, der nicht nur 10 Jahre lang Abgeordneter im Europaparlament war, der lange Jahre Landtagsabgeordneter im Land Brandenburg war, in der Zwischenzeit dort stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Justiz- und Europaangelegenheiten ist. Wir haben gerade gehört, dass die Eskalation, Teil der Eskalationslogik darin bestand, kein realistisches Bild von den Interessen Russlands zu haben. Nach meiner Erfahrung mit Eskalationsszenarien gehört häufig auch dazu, kein realistisches Bild von den eigenen Aktivitäten, von den eigenen Interessen zu haben. Die Europäische Union zum Beispiel sieht sich gerne selbst nur als Friedensmacht. Ich weiß nicht, ob sie das jemals war, aber Helmut, mich würde interessieren, bist du der Meinung, dass die Europäische Union im Kontext des Konfliktes und Krieges um die Ukraine sich als Friedensnobelpreisträgerin bewährt hat oder nicht? Ich weiß, es ist eine rhetorische Frage, aber du hast dabei die Gelegenheit, auch Stellung zu nehmen zu dem, was bisher gesagt worden ist. Also diese Frage beantworte ich ganz klar mit Nein. Aber auf die Frage, wer eskaliert? Ja, ich habe das jetzt schon ganz nah dran. Ich versuche es. Aber auf die Frage, wer eskaliert, würde ich fast mit einer Gegenfrage antworten. Was meinen wir denn, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Geschwindigkeiten? Als die Sowjetunion zerfiel, hatten ein Großteil der ehemaligen Unionsrepubliken enorme Schwierigkeiten, weil natürlich eine sehr enge ökonomische Verbindung zwischen diesen Republiken bestand, die auf einmal weg war, weil sie selbstständig wurden. Und wenn ich jetzt die Ukraine nehme, ich glaube, egal, ob das Kravchuk war, ob das Kutschma, ich zähle die alle auf, ob das Kutschma war, ob das Juschenko war oder ob das Janukowitsch war. Timoschenko war Ministerpräsidentin und nicht Präsidentin. Also keinem ist es gelungen,
einen Staat zu schaffen, einen Staat Ukraine, von dem man sagen konnte, die Bürger haben das Gefühl, es geht aufwärts. Und wenn wir uns erinnern, das ist ein bisschen analog gewesen zu Kroatien mit Tudjman. Als Juschenko gewählt werden wollte, hat er extrem stark auf die nationale Karte gesetzt. Und André, in dem Sinne würde ich dir ein Stück widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine a priori historisch gespalten ist. Sie entwickelte sich unterschiedlich. Aber sie hat in beiden Teilen hervorragende Universitäten. In beiden Teilen wohnen Russen und wohnen Ukrainer. In beiden Teilen wohnen Juden. In beiden Teilen wohnen polnische Nationalitäten. Das Hauptproblem war meiner Ansicht nach in dem Moment, wo Juschenko auf die nationale Karte gesetzt hat, und damals ging ja das erste Mal schon die Debatte um das Sprachengesetz los, hat er einen Keil zwischen die unterschiedlichen Nationalitäten getrieben, die aber sich alle als Ukrainer gefühlt haben, zumindest aus meiner Kenntnis, und ich habe mich ja da, habe ja da viele Jahre auch gelebt in dem Land. Und dann wurde Janukowitsch gewählt. Und da konnte man spüren, dass wieder ein Stückchen mehr innerer Frieden, das ist meine subjektive Empfindung, die muss nicht wahr sein, es ist eine subjektive Empfindung, dass wieder etwas mehr innerer Frieden in diese Ukraine einkehrte. Nach den zweiten Wahlen, die auch von der OSZE als rechtsstaatliche, ordnungsgemäß durchgeführte Wahlen deklariert worden sind. Und trotzdem hat es, und das kam größtenteils, weil die Industrie halt im Osten war, eine Oligarchisierung stattgefunden, wie in vielen anderen ehemaligen Unionsrepubliken auch. Und trotzdem, und deswegen sage ich, der Maidan zum Anfang war vorrangig eine soziale Bewegung, weil die Ukrainer, die Bevölkerung der Ukraine, egal ob in Ost oder West, das Gefühl hatten, dass ihr Sozialstandard verloren geht, dass man nicht mehr in eine Klinik gehen kann, ohne mit Valuta zu bezahlen, dass die Gefahr besteht, dass Bildung vom Geld abhängt, dass die Bezahlraten für öffentliche Daseinsvorsorge drastisch angestiegen sind, dass die Renten nicht mehr gestiegen sind, obwohl die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Das hat die Leute umgetrieben. Und so gesehen war das eine zum Anfang innerukrainische Unzufriedenheit in breiten Teilen der Bevölkerung, sowohl im Osten als auch im Westen der Ukraine. Und jetzt mache ich mal eine Rückkehr, weil das schon eine Rolle spielt. Wenn man sich erinnert, wie Jelzin in Russland an die Macht gekommen ist. Das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber ein Parlament zu beschießen, ist auch nicht ein Ausdruck von demokratischem Grundverständnis. Und Russland ist unter Jelzin ein Land geworden, was seine geopolitische Bedeutung komplett verloren hatte. Und ich glaube, das war sowohl der Europäischen Union als auch den Vereinigten Staaten sehr lieb. Ein Global Player war von der Karte verschwunden. Und wenn wir uns erinnern, was ökonomisch da abgelaufen ist, hochverschuldet, nichts hat mehr funktioniert. Und dann kam Herr Putin. Ob Zufall, nicht Zufall, wie auch immer, er hat den Russen, dadurch, dass es ökonomisch wieder nach oben ging, ihr Selbstwertgefühl auch wieder gestärkt. Und er hat aus einer zerstörten Macht wenigstens wieder eine Regionalmacht gemacht. Und das, glaube ich sehr wohl, hat sowohl die USA als auch die Europäische Union als mögliche Bedrohung empfunden. Und ich sage auch, wieder zurückkehren zur Ukraine. Da unterscheiden wir uns in Nuancen. Es gab von 1990 an Umfragen in der gesamten Ukraine. Und die wollten alle, fast immer über 70% der Bevölkerung, wollten in die Europäische Union. Und über 70% der ukrainischen Bürger wollten nicht in die NATO. Zu keiner Zeit. Das war sehr gespalten. Aber ganz klar, es war also nicht so, dass nur der Westen der Ukraine in die Europäische Union wollte und der Osten nicht. Mitnichten. Der Hauptgrund dafür war, wenn man den Befragungen glaubt, und das mache ich jetzt einfach mal, dass sie sich davon erhofft haben, wenn sie Mitglied der Europäischen Union werden, kriegen sie Unterstützung.
wird dieses korrupte Land. Und wer in den Anfang der 90er Jahre in die Ukraine gefahren ist und von den Organen, die eigentlich für Ordnung sorgen müssten, Zoll und Polizei, permanent aufgefordert ist, sozusagen irgendwo sich anzudienen, der kann das Verständnis der Ukrainer nachvollziehen. Und wenn man sich erinnert in diese Zeit, wie schwierig es war für die Ukrainer, die sich selbstständig machen wollten, weil sie aus den öffentlichen Einrichtungen eben, weil sie nicht mehr benötigt wurden, rausgeflogen sind, mit welchen Schwierigkeiten das verbunden war, wie kompliziert das war, weil ein Großteil der Wohnungen auf einmal privatisiert wurden, wie schwierig das war, weil die Staatseinnahmen wegen eines nicht funktionierenden Steuersystems einfach nicht vorhanden waren. Und das haben die sich von der Europäischen Union erhofft, dass damit auch sozusagen das ein Stück besser wird. Und jetzt, wo ich dir komplett recht gebe, der Druck der Europäischen Union, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, das war ein riesengroßer Fehler. Und wenn man dann noch weiß, der Janukowitsch war ja bereit, das zu unterzeichnen, auch wieder, weil er sich dann erhofft hat, er kriegt die entsprechenden Kredite. Das war ja daran gekoppelt. Dass dann die Europäische Union unmittelbar vor Tallinn die Forderung aufgemacht hat, dass da noch reinzuschreiben ist, dass Frau Timoschenko freizulassen ist. Das kann kein Präsident eines Landes, der sagt, wir haben eine Gewaltenteilung, ich bin doch keine Bananenrepublik, das kann ich nicht entscheiden. Dazu haben ordentliche Gerichte die Entscheidung zu fällen. Das war auch ein Bestandteil dessen, warum er so gehandelt hat, nicht der ausschließliche. Und dass er dann natürlich, weil der Assoziierungsvertrag nicht zustande gekommen ist, wissend, er braucht Geld, sich sofort mit Russland in Verbindung gesetzt hat, halte ich erstmal auch für das Normalste der Welt. Und dass Russland das auch angenommen hat, aus welchen Gründen auch immer, auch aus ihren Interessenslagen heraus, halte ich auch für das Normalste der Welt. Ich glaube, die Europäische Union, jetzt meine ich wirklich die Europäische Union, hat von Anfang an der 90er Jahre einen großen Fehler gemacht. Sie hat nicht darauf geachtet, überhaupt nicht darüber nachgedacht, was es heißt, wie wir Europa konstituieren unter den damaligen Bedingungen. Welche Partnerschaftsbeziehungen wir brauchen. Und wenn ich über Partnerschaftsbeziehungen rede, meine ich nicht bloß eine Partnerschaft über Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, dann meine ich auch das Grundverständnis, welche Beziehung habe ich zu dem Partner von dem Partner. Und ich kann doch nicht mit einem Land versuchen, über Partnerschaftsabkommen eine Zusammenarbeit herzustellen, indem ich den Partner dieses Landes, dem nächstfolgenden, damit abspreche, dass er jegliches Recht hat, auch eigene Interessen mal zu äußern. Und ich glaube, in der Politik gehört es dazu, und das muss man auch einfach sagen, egal von welcher Seite, jedes Land oder jede größere Körperschaft hat Interessen. Und wenn ich die nicht berücksichtige, wenn ich zumindest in meinen eigenen Gedanken darüber gar nicht nachdenke, dann habe ich null Chancen, überhaupt ein vernünftiges politisches System aufzubauen, was auf Dialog fußt, was auf Verständigung fußt. Und wenn ich mir die europäische Außen- und Sicherheitspolitik anschaue, dann muss doch spätestens jetzt jedem klingeln, nach dieser oder in dieser Situation in der Ukraine, dass Russland ein strategischer Partner für die Europäische Union ist und sein muss und auch bleiben wird. Und wer das leichtfertig aufs Spiel setzt, ist ein politischer Hasardeur. Und dass die Europäische Union in diesem Prozess viele Fehler gemacht hat, sodass man fast sagen konnte, sie hat nicht richtig zur Lösung des Problems beigetragen, sondern sie war zum Schluss ein Teil des Problems und damit auch ein Teil der Eskalation. Ja, aber ich sage auch klar, zu einem späteren Zeitpunkt, die ukrainische Regierung, jetzt egal ob Übergangsregierung, ob dann gewählte, war ein Teil der Eskalation und ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Russische Föderation. Was ich nicht machen werde, ist sozusagen mich in dieses, was ja hier überall gang und gäbe ist, in der Europäischen Union, dieses Putin-Bashing. Also, man kann dazu stehen, wie man will. Ich habe mir ja mal die Verfassung angeguckt. Ich hatte das Gefühl, die russische Verfassung ist fast 1:1 von der Präsidialverfassung Frankreichs abgeschrieben. Also sozusagen, wenn ich per Verfassung dem Präsidenten derartige Rechte einräume, dann brauche ich mich doch nicht zu wundern, dass der Präsident von diesen eingeräumten Machtbefugnissen
auch Besitz ergreift. Wenn ich jetzt, wenn ich zu lange rede, 2 Minuten, okay. Und natürlich, komme ich wieder zurück, hat zu einer gewissen Zeit die Ukraine diesen Konflikt auch extrem eskaliert. Aber weit vorher, nochmal zur Erinnerung, als Juschenko Präsident war, was war eine seiner ersten Handlungen? Er hat versucht, in der Europäischen Union und weltweit durchzudrücken, dass der Golodomor, also die Hungersnot, als Verbrechen der Russen an der ukrainischen Bevölkerung deklariert wird. Ja. Ja, das war eine Aushungerung, aber es sind nicht nur die Ukrainer ausgehungert worden. Es sind die russischstämmigen Bevölkerung ausgehungert worden, es sind die ukrainischstämmigen Bevölkerung ausgehungert worden, es sind die Juden ausgehungert worden, es sind alle Bevölkerungsteile, die auf dem Gebiet der Ukraine gewohnt haben, sind davon betroffen gewesen. Aber er hat das ausschließlich sozusagen auf die Ukrainer sind diesem zum Opfer gefallen. Und die internationale Staatengemeinschaft hat nicht vehement widersprochen. Also glaube ich, liegen die Ursachen für die Eskalation in der Ukraine früher. Die liegen vorher und dann hat zu gewissen Zeitpunkten jeder sein Schärflein dazu beigetragen. Und ich glaube, um das auch noch zum Abschluss zu sagen, ich bin gar nicht so pessimistisch mit Minsk II. Ich bin nicht so pessimistisch. Weil wenn man sich anguckt, bei wie vielen kriegerischen Auseinandersetzungen zum Schluss doch Vernunft gesiegt hat, selbst wenn das wahnsinnig schwer ist und wenn das lange dauert, dass sich das durchsetzt. Und ich bin auch der Hoffnung, dass die jetzige ukrainische Regierung, egal wie man zu der steht oder egal wie man zu dem Präsidenten oder zu dem Ministerpräsidenten steht, spielt überhaupt keine Rolle, dass das auch der Anstoß sein wird und dass die Europäische Union auch dahin treibt, Leute, denkt drüber nach, ihr müsst mehr Autonomie in den unterschiedlichen Regionen einräumen. Ihr müsst mehr Möglichkeiten den Regionen geben, eigenständig Entscheidungen zu fällen. Ich will jetzt nicht sagen, die sollen ein föderales System wie in der Bundesrepublik Deutschland einführen, in keiner Art und Weise. Aber wenn nach wie vor zentralstaatlich so agiert wird, wie agiert worden ist, dann wird das Problem, selbst wenn die Militärs schweigen, selbst wenn die Waffen schweigen werden, trotzdem wird das Problem in der Ukraine dann nicht gelöst werden. Ich werde jetzt erst darauf hinweisen, wir sind ziemlich genau bei der Halbzeit der Veranstaltung. Wir werden versuchen, annähernd pünktlich um 21 Uhr zu enden. Ich habe noch eine weitere Fragerunde für das Podium vorbereitet, würde aber jetzt die Möglichkeit geben. Ich denke, wir werden nicht alle zu Wort kommen lassen können, aber zumindest einige Fragen aus dem Publikum auch hier nach vorne zu spielen, damit Sie nicht nur konsumieren müssen, sondern auch sich selber beteiligen können mit Ihren Fragen. Und ich möchte bitten, Sie sich jeweils dabei kurz zu fassen und vielleicht auch zu sagen, an wen die Frage geht. Ich glaube, wir müssen ein Mikrofon herumreichen, damit das übersetzt werden kann, was gefragt wird. Oder Sie kommen nach vorn. Oder gibt es ein Mikrofon für die? Da. Ja, versuchen Sie. Genau. Nee, da ist das. Okay. Mein eigenes gebe ich erfahrungsgemäß nie aus der Hand. Man weiß nie, was ist. Dann können wir das hier nehmen. So, vielleicht diejenigen, die sich gemeldet haben, noch kurz die Hand oben lassen, damit ich mir das notieren kann. Okay. Brigitte Queck. Genau. Vielleicht ist es wirklich am einfachsten, wenn diejenigen, die fragen wollen, hier nach vorne kommen, sich anstellen und dann schauen wir, wie viel wir abarbeiten können. Einfach direkt rein, so. Geht immer noch nicht? Ja. Gut. Direkt. Mein Name ist Brigitte Queck. Ich hätte gern, zuerst zu André Hunko etwas sagen wollen. Meinen Sie nicht, dass
die Bezeichnung Bürgerkrieg in der Ukraine etwas zu kurz gefasst ist, wenn man weiß, dass viele Monate vor dem Maidan schon NATO-Söldner in der Ukraine waren und dass bereits 1994 im Haushaltsausschuss der USA eine finanzielle Unterstützung der ukrainischen Opposition vorgesehen ist. Zweitens, ebenfalls an André Hunko, er sagte, dass es also die Maidan-Demos mit 1989 zu vergleichen sind in der DDR. Meinen Sie, ja. Also ich würde sagen, Honecker und auch Kohl, vor allen Dingen der Letztere, der dann einige Leute bewogen hat, das Kohl-Buch aus den Regalen zu nehmen, weiß, dass, wie Kohl sagte, es Kindergartengeschwätz ist, dass das Volk die Revolution oder den Umschwung gemacht hat. Professor Mersheimer hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe eine kleine Bemerkung, Herr Professor. Eine sehr kleine, weil es ist eine lange Schlange hier. Ganz kleinen Moment. In der, wissen Sie, Herr Mersheimer, dass in Afghanistan 1970 eine Demokratie war und die Amerikaner via pakistanischer Grenze eingegriffen haben, weit vor den Russen. Okay, und aber ich glaube, wir diskutieren jetzt und Ukraine. Und militärische Beistandsvertrag zwischen Sowjetunion und Afghanistan bestand und erst nach 26-maligen Ersuchen dann die Sowjets auf Seiten der bestehenden Regierung eingegriffen hat. Und ein drittes zu... Nein, jetzt ist es, glaube ich, sinnvoll. Nein, stopp, ich muss hier einfach stoppen, das Mikrofon weiter, sonst ist es sehr unfair den anderen. Können Sie bitte das Mikrofon eins weiter? Bitte. Ja, Golodomor wollte ich nur sagen, seit Jahrhunderten war in Russland eine Hungersnot und zwar regelmäßig. Und das jetzt irgendwelchen Leuten oder der Sowjetunion zuzuschieben, ist unfair. Danke, das war's. Also bezüglich fair und unfair, ich glaube, wir haben noch Raum nach oben, fair die Fragen zu stellen und uns kurz zu fassen. Dankeschön für die Geduld. Sabine Grund, Professor Mersheimer, when you described the escalation strategy from certain U.S. circles, it reminded me of Brzezinski using Afghanistan. Can you imagine that these people actually mean to substitute Ukraine for Afghanistan? And second, do they not see that we're in a different time? And third, who would be the circles in the U.S. that would cooperate with a more reasonable European strategy or Ukraine strategy? Who would be different circles in the US? We always hear about the escalation circles. Thank you. This is also a question for Mersheimer. Does that work? Oh, here. Yeah. Does it? Okay. So my question is on global prompt strike. I'm very concerned that there's this big pink elephant here, which is a direct nuclear confrontation between Russia and the United States. What's happening with geostrategic manipulation in Ukraine seems to be all gearing toward that direction, including what happened with the assassination of Mr. Nemtsov, with all these media attack against Putin. As Mr. LaRouche said recently, it's a frame-up. It seems like a frame-up for war. Now, also Pentagon have this plan for called global prompt strikes. For those people who doesn't know, it's a plan for nuclear attack on Russia. And Pentagon is planning to have long-range strike bomber, which can go undetected to the territory of enemy and strike with nuclear attack.
plus recent announcement of $1 trillion upgrade of U.S. nuclear arsenal in Europe, including here in Germany, we have 60 tactical nuclear arsenal. So all that geared toward this very, quite frankly, insane scenario of these two nations' nuclear war. So what's your assessment on this? How, and also more importantly, as the lady before addressed, how can we stop this? Thank you. Next one. Ja, meine, hallo? Ja, meine Frage richtet an, sich an Sie und auch an den Herrn, der am Anfang gesprochen hat. Also es wurde erwähnt, dass rechtsradikale Kräfte da doch sehr aktiv sind. Und ich wollte eine sehr berühmte Dame erwähnen, die eine sehr zentrale Figur gespielt, die Victoria Nuland, die ja dementsprechend auch als Nazi-Versteherin durchgehen könnte, oder die Krawall-Diplomatin, die ja auch kürzlich auf einer großen Tour war, Aserbaidschan, Armenien, Georgien, um eigentlich ein antirussisches Sentiment zu verbreiten. Aber letztes Jahr wurde in Russland bei der großen Sicherheitskonferenz in Moskau beschrieben, dass diese farbigen Revolutionen, Rosenrevolution, Orangene und jetzt auch die Maidan-Revolution, als eine Kriegserklärung betrachtet wird. Und jetzt im Hinbetracht mit der Ermordung von den Boris Nemtsov, glauben Sie nicht, dass man da versucht, den Maidan nach Moskau zu bringen, kombiniert mit den Sanktionen, ein Sentiment in der Bevölkerung zu erzeugen, dass die Menschen doch Herrn Putin durch einen Regimewandel, natürlich gesteuert von Stiftungen und NGOs finanziert, letztendlich stürzen wollen? Und in Anbetracht dazu, dass die Ukraine ja doch bankrott ist, würde ich gerne, dass Sie auch ein bisschen auf die BRICS-Dynamik eingehen. Also dementsprechend ist ja nicht mehr Russland als eine globale Macht alleine dastehen, sondern die Machtdynamik hat sich ja durch diese BRICS-Allianz doch verändert. So, jetzt nur kurz erstmal ein technischer Hinweis. Ich würde nach Christiane Reimann einen kurzen Break machen und hier erstmal wieder nach vorne spielen. Diejenigen, die dahinter stehen, mögen sich einfach die Reihenfolge, in der sie da stehen, untereinander merken. Ich werde versuchen, eine zweite Runde zu machen, aber ich kann es einfach noch nicht versprechen. Ich möchte nur, dass wir seriöse Fragen stellen, insofern, dass wir sie auch seriös beantworten können. Deswegen würde ich nach Christiane dann einen Break machen erstmal. Ja. Okay, mein Name ist Matthäus Mazin. Ich spare mir jetzt mal alle Anmerkungen und konzentriere mich auf eine Frage, und die richtet sich an Professor Mörsheimer. Und zwar sprechen Sie ja davon, dass die Geopolitik wieder quasi eine Revolution hat und neu wieder in der internationalen Politik, in der internationalen Politik wiederkommt. Auf der anderen Seite aber sagen Sie, dass die Ukraine weder für Europa oder für die EU noch für die USA eine strategische Bedeutung hat. Da meine Frage, inwiefern ist das überhaupt miteinander vereinbar, dass einerseits die Geopolitik zurückkommt, aber weder die USA noch die EU irgendein Interesse an der Ukraine haben sollen? Danke. Das ist die letzte Frage in dieser Runde, und damit man mich nicht falsch verstanden hat, es geht nur darauf, um seriöse Fragestellung. Also im Sinne, wenn wir hier Fragen stellen und wir haben keine Zeit, sie zu beantworten, dann ist das Vorgehen unseriös. Deswegen machen wir diesen Break nach Christiane. Also mein Name ist mehrmals erwähnt worden. Ich bin Christiane Reimann. And my question is to Professor Mörsheimer. I was really wondering that you said that the United States doesn't have a strategic interest neither in the Ukraine nor in Georgia. Because I was still thinking that it is a strategic interest of the United States to encircle encircle Russia. And the second aspect of my question is, you always were talking about the West. You know, we wanted to integrate the Ukraine into the West. But I see some differences in the interests of the European Union and the United States in the question, at least of Ukraine. Do you see that do you see their differences too, or don't you see them? Dankeschön. Und nun, da die meisten Fragen an Professor Mörsheimer waren, würde ich ihm zuerst die Möglichkeit geben zu antworten und dann mit André Hunko und Helmut Markov weiterzumachen. Now, Professor Mörsheimer, it's your turn. I think if you answer all the questions in detail, we will be here next week, but try to focus on what you think
is most important from your viewpoint. I will not be able to get back to Chicago tomorrow. So I apologize if I don't answer all the questions in detail. With regard to this woman's question about Afghanistan or her point about Afghanistan, I wasn't saying that the United States had no responsibility for what happened in Afghanistan. I wasn't talking about responsibility. I was just talking about what the consequences were for the Soviet Union when they invaded Afghanistan. And my point is that any time a great power invades a country like Afghanistan or Ukraine or Vietnam or Iraq, you get into a lot of trouble. The second question was asking me if there are any parallels between Afghanistan and Ukraine. And I don't think that the parallels are very strong. The funny thing is, I think that in Afghanistan, the United States was trying to undermine the Soviet Union. I do think we had our gun sights, the United States had its gun sights on the Soviet Union in Afghanistan from the start. And the woman who asked the question brought up Zbigniew Brzezinski's name, and I think he fits perfectly with that story. But I actually don't think, and this gets to one of the later questions about us encircling Russia, I actually don't think that we thought that Putin was a threat. That was the point I made to you before. You should go back and see if you can find evidence of the Americans or the West Europeans, to include the Germans, talking about Putin as a threat and therefore needing to encircle Russia. The country that we are in the process of encircling, it's called containment, is China. That's the country we care about because we see China on the rise and we see Russia on the decline. So in a very important way, the problem is if I start answering all these questions, I mean, I have an answer to that, but I get to that later. You can ask. But Talleyrand, the French diplomat, had a saying. He said about a particular French policy, it's worse than a crime, it's a blunder. And that is what I think would describe Washington's policy. It was a blunder of giant proportions. These people who are running American foreign policy and who are running the EU and who are running the NATO, did not see this coming, right? Now, somebody said that isn't this an example of the old politics coming back? And I think the answer is yes. And I think what happened here, and this answers the gentleman's question about why NATO expansion, is that the West and the Russians were playing according to two different playbooks. The Russians were operating as if geopolitics or realpolitik still mattered. Putin is a realist par excellence. He was saying that we have a sphere of influence in Eastern Europe, and you have to respect that. The West, to answer your question, was not thinking in geopolitical terms. We were thinking in what I would call liberal or idealistic terms. It's the way people in the EU, it's the way people in Western Europe talk. They're talking about spreading democracy. They were talking about the Ukrainian right to choose its own foreign policy. They were talking about spreading capitalism, spreading institutions. Yes, but they did not see NATO as a means of containing Russia. That's my point to you. And you, if you show me the evidence they did, I'll buy it. Now, somebody raised the question about, is the United States interested in bringing Maidan to Moscow? In other words, are we interested in toppling Putin from power? I think that if we can do it, we'll do it. We'd like to get rid of him. And Carl Gershman, who is the head of the Endowment for Democracy in the United States, which is basically
the government's right arm for promoting democracy, wrote an op-ed in the Washington Post in September 2013, basically warning Putin that he might be next. So there's no question, given our fascination with regime change, that we would like to raise the costs for Putin, make the Russian people very angry with Putin, and hopefully topple him from power. But as I said to you before, you want to remember that if you do that, you're playing with fire. Two more, on the Crimea, right? If Crimea goes back to Ukraine, the question was, is that going to change how we think about Ukraine? The answer is no. First of all, Ukraine's not going back to, I mean, Crimea is not going back to Ukraine. And secondly, even if it did go back to Ukraine, Ukraine is not a vital strategic interest to the United States or to Western Europe. It is very important that you understand that, because that distinction between Russia's position on Ukraine and our position in the West on Ukraine, is fundamentally different. This is an existential threat to them. And when you're dealing with existential threats, you do not want to underestimate the costs that a state will be willing to absorb to prevail in a crisis. And again, if Putin gets desperate, remember he has nuclear weapons. But for us, it's not, with or without Crimea, a vital strategic interest. Final point, somebody noted that the U.S. and the Europeans sometimes have different interests or different views on Ukraine. I think this is absolutely correct. And I would note to you that in the April 2008 Bucharest summit, at the April 2008 Bucharest summit, which I talked about before, Angela Merkel, much to her credit, played a key role in preventing NATO from moving forward at that point to absorb Ukraine into NATO. It was the Americans, and indeed it was Victoria Nuland, who was then the US ambassador to NATO, who was pushing hard for moving Ukraine into NATO. And the Germans, much to their credit, stopped that movement in its tracks. But where the Germans failed is that a communique was issued after the meeting that said Georgia and Ukraine would become part of NATO. And that's what led to all the trouble. But the Germans differed from the Americans. My only regret is that Angela Merkel has not distanced herself from President Obama and adopted a much more independent policy towards Russia, tried to solve this one by abandoning NATO expansion and EU expansion. Thank you. Jetzt, genau, André Hunko. Ja, ich werde vier Punkte kurz ansprechen, die gefragt worden sind. Das erste ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ich habe nicht gesagt, dass der Maidan eine Revolution war, sondern es war ein verfassungswidriger Umsturz. Ich habe das kritisiert im Europarat, und mir ist als Gegenargument vom Generalsekretär entgegengeschallt, ja, das mit der Verfassung müssen wir nicht so genau nehmen, das war eine Revolution wie 89. Ich habe diesen Vergleich nie gezogen. Ich wollte sozusagen nur darstellen, wie argumentiert wird, was ich finde, völlig schräg argumentiert wird. Zur Frage des Bürgerkrieges. Es ist meistens auch, wir haben auch immer in jeder Sitzungswoche in Straßburg immer die Debatte, wie beschreiben wir das? Da gibt es eben die einen, die sagen, russische Aggression, und es gibt die, sagen, es ist ein Bürgerkrieg. Also es gibt eine innerukrainische Komponente. Wenn man von Bürgerkrieg spricht, heißt das ja nicht, dass es keinen Einfluss von außen gibt. Natürlich ist dieser Bürgerkrieg von außen angestachelt und langfristig auch in erster Linie vom Westen. Zur Frage des Holodomors. Der Europarat hat die Debatte 2010 oder 2011 sehr, sehr intensiv geführt. Damals kam ein Präsident, der hieß Janukowitsch, hat die Hauptrede dort gehalten. Und der Europarat lehnt es ab, die Hungerskatastrophe der 30er Jahre, in dem, Klammer auf, auch ein Teil meiner Familie ums Leben gekommen ist, als Völkermord zu bezeichnen.
Das wird abgelehnt von dem Europarat. Und ich habe mich auch dieser Haltung angeschlossen. Und es war da sehr sichtbar, wie ukrainische Nationalisten, aber auch andere antirussische Nationalisten, sage ich mal, wie aggressiv sie versucht haben, diese Kategorie einzufordern. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Kritik an Janukowitsch. Aber wie er versucht hat, diese Frage sozusagen auszubalancieren, da teile ich auch das, was Helmut Markov gesagt hat. Das hat mir da gewissen Respekt abgerungen, den ich da auch zum Ausdruck gebracht. Letzter Punkt, Victoria Nuland und der Maidan auf Moskau. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Die 5 Milliarden, ist das eigentlich Verschwörungstheorie? Die 5 Milliarden, die die USA in die sogenannte Demokratie in der Ukraine investiert hat. Ich habe dann nochmal nachgeschaut. Auf der Webseite vom Weißen Haus, whitehouse.gov, Government, ist die Rede abgedruckt, ist sie noch dokumentiert von Victoria Nuland, wo sie sagt, wir haben 5 Milliarden in die Ukraine investiert und wollen jetzt sozusagen das Ergebnis sehen. Das war vor dem Umsturz im Februar, das war im Dezember 2013, als sie das gesagt hat. Und ich habe bei meiner letzten Reise zusammen mit Wolfgang Gerke im November 2014 in der Ukraine, wir waren eine ganze Woche da, wir haben unglaublich viele Regierungsvertreter, regierungsnahe Intellektuelle und so weiter gefragt, was ist eigentlich eure Vision von einer friedlichen Lösung? Und wir haben keine befriedigende Antwort gekriegt, außer der Antwort Maidan auf dem Roten Platz, Sturz von Putin. Und ich teile völlig das, was gesagt wird, das ist Spiel mit dem Feuer. Und ich glaube nicht, dass das, was nach Putin in so einer Situation kommen würde, besser wäre als das, was sozusagen Putin darstellt. Vielen Dank. Ob gewisse Kräfte vorhaben, den Maidan, wobei mich das immer stört, Maidan heißt einfach nur Platz. Das ist ja der Unabhängigkeitsplatz, aber lasse ich jetzt mal weg, nach Moskau oder nach Russland zu exportieren, das kann ich mir schon vorstellen. Und vielleicht handle ich mir jetzt hier auch keine übermäßigen Sympathien ein, dass ich das für absolut unakzeptabel achte, steht außer Frage. Dass ich aber trotzdem der Auffassung bin, dass auch in Russland nicht alles so ist, wie ich es mir wünschen würde, das will ich auch klar und deutlich benennen. In Russland herrscht auch ein oligarchisches System und man lässt sie in Ruhe, solange sie sich nicht in die Politik einmischen. In Russland ist es auch schwierig, und wir sind hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wie sozusagen NGOs arbeiten können oder nicht arbeiten können. In Russland ist es sehr wohl schwierig, kontinuierlich die gleichen Zugänge zu Medien zu haben, wenn man eine andere Auffassung vertritt. Das ist bei uns genauso. Ich rede, also was ich jetzt... Also was ich prinzipiell nicht mache... Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich denke, und ja, das kann ja deine oder ihre Meinung sein, habe ich nichts dagegen. Ich teile diese Meinung nicht. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Das heißt nicht, dass man in der Bundesrepublik sozusagen jeden Tag 1000 Medien zur Verfügung hat, um seine Meinung adäquat zu sagen. Ich glaube aber, dass es ja wohl in den Möglichkeiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union, gut, bleiben Sie bei Ihrer Meinung, ich habe eine andere, und Russland Unterschiede gibt. Weil, was ich glaube, was ganz schwierig ist, wenn man sich anschaut, wie die Europäische Union, wie auch viele Linke, und ich glaube berechtigt, debattiert haben, als es um die Loslösung des Kosovo ging, da ist mir schon ein bisschen schwummerig geworden, weil das habe ich mir im Original angehört. Dass Putin auf einmal sagt, so ungefähr, das habe ich jetzt begriffen, ich gebe zu, meine Einstellung bisher war falsch,
Es ist möglich, so zu handeln, und ich mache jetzt nichts anderes, als im Kosovo passiert ist. Und ich glaube sehr wohl, dass es berechtigte Gründe gibt, darüber nachzudenken, ob man das Völkerrecht verändern sollte. Ob es jetzt, 70 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, sozusagen noch sakrosankt und absolut feste gelegt ist, dass geografische Grenzen nicht verändert werden dürfen. Aber noch ist die Rechtslage so. Und deswegen glaube ich, ist in diesem Falle auch ein Bruch vollzogen worden, den ich für relativ schwierig erachte. Will ich klar und deutlich sagen. Mit den BRICS-Staaten, natürlich, Russland ist in einer hervorragenden Situation. Dass es denen ökonomisch mal schlechter geht, mal höher, ja, das ist so. Aber sie sind ein sehr starkes Land und sie haben ganz andere Chancen, selbstständig zu entscheiden. Wollen sie primär mit der Europäischen Union wirtschaftspolitisch, sicherheitspolitisch, außenpolitisch zusammenarbeiten? Wollen sie das primär mit China machen? Wollen sie das primär alleine machen? Wollen sie möglicherweise mit den BRICS-Staaten, also mit Brasilien, mit Indien, China, Südafrika zusammen, sich dort mehr machen? Auf den Weg begibt sich ja jetzt Russland. Das ist aber auch selbstverständlich. Also wenn mir ein Partner sagt, pass mal auf, ich sanktioniere dich, ich will eigentlich mit dir nichts zu tun haben, deine Interessen interessieren mich nicht, na, da würde ich doch genauso handeln. Das ist doch ganz klar. Also so gesehen, deswegen sage ich, kann es nicht im Interesse der Europäischen Union sein, Russland auszugrenzen. Es kann nur in unserem Interesse sein, eine vernünftige Zusammenarbeit mit Russland zu haben. Und ich glaube auch nicht, das ist anders wahrscheinlich als in den USA, das können Sie viel besser einschätzen als ich, ich glaube nicht, dass die Europäische Union ein Interesse daran hat, sozusagen die Person Putin von der Macht zu vertreiben, weil sie sehr wohl weiß, dass dann mit hoher Sicherheit auch dort nationalistische Kräfte einen Auftrieb bekämen, was nicht im Interesse der Europäischen Union sein kann und auch nicht ist. Dankeschön. So, jetzt, nachdem das Podium sehr diszipliniert war, gibt es die Möglichkeit, dass wir die zweite Fragerunde fortsetzen. Und auch da bitte ich einfach um kurze, präzise Fragestellungen. Und dann hier vorne ist ein Mikrofon, bei dem klar ist, direkt reinreden und laut, dann versteht man das auch. Danke sehr. Hallo, mein Name ist Wladimir Tanschik und ich hätte eine Frage an den Herrn Mearsheimer. Direkt? Direkt reinreden. Kann man mich jetzt hören? Ja. Gut. I would like to ask whether you think that had the Russians not reacted the way they did, as the United States originally expected, would Ukraine as a country have benefited from the association agreement? Would it have strengthened democracy and the economic situation of Ukraine? And then I would have a second question. You spoke about the possibility of nuclear warfare, and I would like to ask, what would be the target of a nuclear strike? Hello, my name is Elsa Ross. It's on, yeah. Elsa Rosbach, and I want to address my question also to Professor Mearsheimer. I consider it a little benign to see this just as an error of the United States. When we are talking about, this is a comment then on my question, we're talking about bringing Maidan to Red Square and so forth. I don't hear about Maidan being brought to Washington. I don't hear about any anxiety that Putin could topple Obama. I don't hear about billions of dollars being invested in Russian NGOs to change the view. And I hear about millions being invested by the U.S. government to try to trash RT. When I just gave an interview yesterday with RT, and we have to be afraid that we'll ever be asked or interviewed by any other Western media if we even talk with RT. So this is, I think, a very one-sided and very aggressive world thing. But I also want to ask, since there is an irrationality also in the U.S. policy, about this aspect. Could it be that there is an attempt to create an image of the traditional Cold War threat to Western Europe in order to secure again a NATO alliance that has been falling apart, where there's a lack of will really to join in, to pay the money, and all these things on the part of many European countries? U.S. came to just almost to Wales and asked and said everyone has to pay 2% of their GNP
for military. No one has, except I understand Lithuania now. And there is a lot of questions about the use of U.S. bases here for a war on terror that the Europe considers illegal and the NSA. So could it be that we want to create a situation where Europe says there's a reason still to have NATO because we don't really want to follow NATO to the Philippines now? Thank you. Yes. Hello? Can you hear me? All right, okay. My criticism and implied question is actually primarily directed to Professor Mersheimer. I think that it's actually dangerous to look at a situation such as the Ukrainian crisis solely through the lenses of neorealism, for which you are the main proponent, actually. It is not that I disagree with the geopolitical reasons for Russian behavior. In fact, I strongly agree that the Western world has made a crucial error in ignoring Russia's geopolitical concerns. However, there are other aspects to consider that are equally valid, or maybe even more so. So institutionalism, for example, can point to the U.S. refusal to ratify the Treaty on the Control and Regulation of Conventional Forces in Europe, and how the U.S. deliberately blocked Russian attempts at juridification of the OSCE. It emphasizes the fact that currently there is a near complete absence of any important regional multilateral institution, and thus no effective trust-building measures. Liberalism stresses the point that Russia's failure to significantly enhance, diversify, and thus modernize the Russian economy has led to a profound lack of deeper, meaningful interdependency between Western and Russia. Consequently, this deprives all the actors involved of means of diffusing spirals of tensions and escalations. And then, of course, there's constructivism that highlights how the collapse of the Soviet Union is perceived as a great humiliation, and successor Russia, unable to truly acknowledge the independent nature of former Soviet republics. And simultaneously, but, Russia has become... Now, please stop. We are not making a lecture on different political schools, but it's up to questions. The question is implied. The question is already implied. Yeah, I know it is implied, but there is a long row of other people who are wanting to ask questions, and this is not fair towards the other people. Then I will come to the question directly to the neorealist aspect. By adhering solely to the neorealist perspective, you are basically ignoring all these points or not. So my biggest criticism would be not that the realist aspect is wrong, but it has to be seen in conjunction with all the others. And please give on the microphone. Yes, all right, Hello. My name is Alan Jost. I would like to ask Professor Mersheimer, if the United States, due to its enormous economic and military strength, were to feel that it is in a position to take advantage of Russia's momentary relative weakness, would it not want to put itself, to catapult itself in a position where it could, through encirclement, through its military intimidation, be in a position where it can theoretically decapitate Russia militarily, i.e., win a nuclear war? Okay. Just hand on the microphone to the next lady in line. You're not in line. Is somebody else in line? Okay. Und zwar, ich habe dann eine Frage. Ich habe dann in der Zeitung, also letzte Woche in Berliner Zeitung dann gelesen, dass es dann, ist egal. Lassen Sie mich weiterreden. Okay. Mein Name ist dann Zapp. Ich lebe seit über 40 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Darf ich mal jetzt meine Frage stellen? Ja, ja, gerne. Ja. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich habe letzte Woche in Berliner Zeitung dann über ein Buch gelesen. Vielleicht kennen Sie auch dann Vorherrschaft von Amerika. 1997 hatte also der ehemalige Präsidenten
Berater ein Buch dann geschrieben, ja, genau. Und war da in diesem Artikel wurde auf eurasische Kontinent hingewiesen. Das ist eigentlich die ganze Konflikte, also wie überall auf der ganzen Welt, egal in welchem Land, geht es um Bodenschätze und Märkte. Und da meinte auch dann, hier geht es auch um eurasische Märkte und Kontinent. Ich wollte mal Ihre Meinung dazu wissen. Vielen Dank. Gibt es jetzt noch ein oder maximal zwei dringende Fragen? Dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit, sonst würde ich die Möglichkeit schließen für das Publikum. Ja, gerne. Ich heiße Arthur. Dear Professor, you told that the US is encircling China because China is going up and Russia is going down. So do you think that defeating Russia is not a strategic goal of the US? If no, then why? Thank you. So now wäre es die Möglichkeit für die letzte Frage? Nee, nicht zweimal. Nein. Really nein. Question. No. Nein, keine zwei Fragen. Es gibt auch andere, die zwei question. Fragen. A real nein, question. Actually, nein, a real question. Keine zwei concerning, Fragen. Concerning kann, how, Elsa, nimmst du bitte das Mikrofon? See, halt, stopp. Because nein, you see Russia as a declining power. Kann die Technik einfach abdrehen, dann können wir... No. Ja. Da ist eine erste Frage. Alle, die vorher gefragt haben, haben ihre weiteren Fragen ja auch zurückgestellt und deswegen versuchen wir fair zu sein. Grossman is my name, the professor. I'd like to ask him, doesn't it seem, it's a repetition of what some of the others have asked, but a little stronger. It would seem to me that the policy of the people in Washington, like Nuland and McCain and also Obama, seems to be to take power in almost every part of the world, starting in Latin America, now one country after the other in Africa, and also for that reason moving to encircle Russia. We saw it. First it was East Germany, then it was Poland, Bulgaria, Romania, and then came Ukraine and Georgia. It was their turn. Of course, China is the main goal too, but first they do want to take control of both these competitors or rivals, I would say. And if you look at the map, it seems impossible to disregard the fact that it is important for the USA to control the Ukraine for its own reasons of hegemony in the whole world. Don't you? Can't you see that also? So, danke an all die Fragesteller für die spannenden und wichtigen Fragen. Nun geht das Mikrofon und das Rederecht wieder auf das Podium zurück. Ich möchte diejenigen, die jetzt antworten, bitten, bei ihrer Antwort immer gleich mit zu berücksichtigen, welche Schritte der Deeskalation können und müssen gegangen werden, wenn wir tatsächlich in Richtung eines Friedens gehen wollen. Und wiederum derjenige, an den die meisten Fragen gingen, Professor Mörsheimer, hat das Vorrecht der Antwort. Please, John. The first question was a very interesting question. It said that if the Russians had not reacted negatively to Ukraine's interest in signing the association agreement, and let's say allowing Ukraine to become part of NATO and allowing Ukraine to become part of the EU, would Ukraine be in better shape today? I think the answer is yes, and I think Ukraine would look a lot more like Poland, which fits that description, than Ukraine today. But the key point is the Russians were not going to let that happen, and therefore it was not smart on the West's part, especially Washington's part, to push NATO expansion, EU expansion, and democracy promotion, all for the purpose of
turning Ukraine into a Western bulwark. The second question was that the questioner pointed out that the United States is really the only country that seems to have a penchant or a proclivity for running around the world toppling governments. You don't see evidence that the Russians are interested in toppling governments the way the Americans are. I think that's absolutely correct. And I think what you have to understand, and this has bearing on a lot of the other questions, is that the United States views itself, as Madeleine Albright, the former Secretary of State, said, as the indispensable nation. The United States believes that it stands taller and it sees further than any other state on the planet. Most American policymakers, most American foreign policy elites believe that we have a right and a responsibility to interfere in the politics of every country on the planet. There's no question about that. And we are also, as you know, very powerful economically and militarily. So we are meddling in everybody's business. And this is why we place such a high premium on democracy promotion. So I agree with what that person said. Now, that person also said, did the Americans create the Ukraine crisis to save NATO because NATO is in trouble? This is an empirical question. And I see no evidence that the United States even created the crisis, much less for the purpose of saving NATO. Again, this is my point about Talleyrand. We wandered into this one blindly. Nobody saw it coming. Therefore, it's hard for me to believe that we did it for the purpose of saving NATO. Now, this gentleman said that I'm a realist and it's dangerous to look at this crisis through realist lens. And he emphasized a number of other theories or theoretical perspectives for thinking about this. And I'll just take one of them, which is institutionalism. First of all, I really didn't look at it through realist lens. I just tried to figure out what happened, and I went where the facts took me. And I did conclude at the end that that Putin was acting as a realist, and the West was acting according to a more idealistic or a more liberal theory of foreign policy. And that included institutions. Now, this gentleman said to me, I think your problem is that you're not paying enough attention to institutions. But I think you're wrong. I was paying lots of attention to institutions. NATO is an institution. The European Union is an institution. So my point to you is that your beloved institutions are what caused this mess. It's just that those institutions were used in a very foolish way. Next question. And this is a question I think that's come up a number of times. Was the United States looking to take advantage of Russian weakness and basically wreck Russia? And the questioner asked me if we were, you know, thinking about decapitating Russia with nuclear weapons. Now, I think we are not. As foolish as American foreign policy can be these days, we are not thinking about using nuclear weapons against Russia. What we are interested in doing, I believe, as I said before, is I think we would like to topple Putin from power if we could, right? But I want to make this point to you. You have to think about what we were thinking, what the West was thinking before this crisis, and what happened after the crisis. And again, there is no evidence that anyone was saying that Russia is dangerous and we have to decapitate it or even contain it before the crisis. It's really quite remarkable. Russia becomes the boogeyman
Russia becomes the font of all evil after February 22nd. And that's when we blame the Russians, and that's when we go after Putin. But again, I don't think we would use nuclear weapons. Somebody then pointed out a question about a 1979 book that said every conflict is about natural resources. I actually don't think that's true. I think that there's one natural resource that is a potential source of conflict, and that's oil. And I think that the reason the United States cares so greatly about the Persian Gulf is because of oil. But otherwise, I find it hard to imagine the United States actually getting into a war with Russia over resources, or getting into a war with China over resources. So I don't deny that resources are sometimes a source of conflict, but I don't think that they are all the time. And I think the competition between Russia and the United States today, or Russia and the West today, and China and the United States, and China and Japan, is not about resources. By the way, just think about China and Japan. There's a scenario that really scares me. You know, they're fighting over these rocks in the East China Sea. It's hard to believe that China and Japan might go to war over these rocks. The Japanese call them the Senkaku Islands. The Chinese call them the Diaoyu Islands. There's no natural resources there. In fact, there's nothing there. I don't even think anybody lives there. They're just rocks. But this is nationalism at play. Now, the question was asked about Victoria Nuland and John McCain. And the point the questioner made, this was the last question, was that these people are interested in dominating the world. I think there's no question that's true. And I don't think Victoria Nuland and John McCain are that unusual in the American context. What we have in Washington is groupthink. Some people refer to going to Washington as going inside the bubble, because the Republicans and the Democrats basically think alike. There's hardly any difference between Madeleine Albright and Paul Wolfowitz. We have liberal imperialists and neoconservatives, and they both think that we are the indispensable nation, and they think we have a right and a responsibility to run the world. There's no question about that. And that's what was behind NATO expansion. But I'm saying in that particular case, before February 22nd, we were not viewing Russia as a threat. We saw Russia as going down. Russia was weak. That's why we thought we could have this in-your-face strategy of NATO expansion, and Russia would do nothing, because it was a weakling, right? It was China that we really worry about. That's the potential peer competitor on the horizon for the United States. Nee, André, du bist diesmal als zweites dran, also als drittes, zuerst. Nun will ich Helmut Markov bitten, die Fragen zu beantworten. Nimmst du das Mikro, oder? Ja, ich denke, das geht. Ja. Du hast ja eine Hauptfrage gestellt, auf die würde ich mich dann auch vorrangig kaprizieren, nach einer Vorbemerkung. Hier wurde debattiert, sozusagen, ob irgendjemand der Ukraine erlaubt oder nicht erlaubt, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Ich sage klar und deutlich, selbst wenn die Ukraine das extrem anstrebt, die Europäische Union wird sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren aber mitnichten in diese Richtung begeben. Wenn ich alleine die Äußerung des zuständigen Kommissars gehört habe über die Westbalkanländer, die ja sozusagen in den Verhandlungen schon sind, und dass man die jetzt nicht aufnehmen wird und dass man die Verhandlungen sehr weit nach hinten schiebt, etc. pp. Also ich glaube, die Ukraine hat eine Erwartung, die Europäische Union ihr nicht erfüllen wird. Und das sollte man den Bürgern der Ukraine auch sagen. Das gehört zur Fairness dazu. Und das macht man nicht. Du hast gefragt, welche Schritte der Deeskalation müssen gegangen werden.
Ich glaube, das sind eine ganze Menge Möglichkeiten, die es gibt. Wenn jetzt der Internationale Währungsfonds und auch die Europäische Union darüber debattieren, ob man der Ukraine nochmal Kredite zur Verfügung stellt, egal jetzt ob über die makroökonomische Hilfe, die 1,8 Milliarden, oder ob es 17 Milliarden über den IWF sind, dann bin ich dafür, dass man das tut. Aber man muss das an Bedingungen knüpfen. Und ich glaube, die Bedingungen sind Einhaltung des Minsker Abkommens. Das ist die Grundvoraussetzung. Zweitens, Verlangen von der ukrainischen Regierung, dass sie selbstverständlich alle Regionen gleich mit Mitteln versorgt und den Aufbau betreibt. Drittens, glaube ich, existenziell ist, dass das, was immer versprochen worden ist, die Verfassung der Ukraine muss geändert werden. Ja, die muss geändert werden. Es muss in die Verfassung mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Regionen verankert werden. Wie weit man das treibt, kann man politisch ausdebattieren, wäre eine Abenddebatte. Aber das muss passieren, sonst werden wir das Problem dort nicht auf Dauer lösen. Ich glaube, wir brauchen außerdem in diesem Prozess eine stärkere Einbindung der OSZE. Weil ich glaube, das ist wieder ein Gefühl. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, das ist so. Aber die Ukrainer akzeptieren, egal auf welcher Seite, ob in Ost oder West, die OSZE viel mehr als die Europäische Union als möglicher, ehrlicher Makler. Weil sie sich bisher noch nicht einseitig auf eine Seite geschlagen hat. Und ich glaube, dass dieses Instrument muss man viel stärker spielen. Nächster Punkt. Wenn man Russland nicht in eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur einbindet, wird man dieses Problem auf Dauer nicht lösen. Und da muss sich die Europäische Union auch emanzipieren. Die Europäische Union hat andere Interessen als die Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Russland und in der Einbindung von Russland. Ich glaube, der nächste Punkt, der unbedingt notwendig ist, wenn man das alles deeskalieren will, man muss das Assoziierungsabkommen neu verhandeln. Man muss die berechtigten Probleme, die ja dieses Assoziierungsabkommen im Verhältnis dann, ich sage nur ein Stichwort, Warenaustausch, Ukraine, Russland wegen Zöllen, das muss man mit lösen. Damit kann man wieder schon ein Stückchen deeskalieren. Ich glaube auch, dass eine Bedingung ist, dass man die Sanktionen gegenüber Russland beendet. Weil Deeskalation bedeutet nicht nur Deeskalation in einem Bereich, sondern bedeutet Deeskalation in dem gesamten politischen Umfeld. Und letztlich, wenn hier oben in den Köpfen nicht einzieht, wir haben Probleme auf diplomatischem Wege zu lösen. Wir haben Verhandlungen zu führen und wenn sie noch so anstrengend sind und permanent mit irgendwelchen Eskalationsschrauben gedroht wird, dann wird sich auch in Zukunft an einer oder anderen Stelle, das mag dann woanders sein, solche Prozesse wiederholen. Und ich glaube, das ist eine Chance, jetzt insgesamt zwischen den großen Interessensblöcken dafür Sorge zu tragen, dass der Verstand wieder einkehrt. Ja, André, schließt du dich dem Appell an die Vernunft oder den Verstand an? Ich schließe mich dem ausdrücklich an. Ich will ausdrücklich nochmal sagen, auch die Bedingungen teile ich, die gestellt werden müssten, um überhaupt finanzielle oder ökonomische Unterstützung für die Ukraine zu liefern. Ich möchte nur noch eine zusätzliche erwähnen, du hast die vielleicht vergessen, was ich wirklich zentral finde, ist, dass die unkontrollierten, bewaffneten Gruppierungen in der Ukraine aufgelöst werden. Das war auch in Minsk I schon ein Thema. Das sind die freiwilligen Bataillone, das sind die Gruppen des rechten Sektors, die ja nicht nur an der Front, sondern zum Beispiel auch in Odessa oder woanders agieren. Das sind die Privatarmeen der Oligarchen. Das habe ich gedacht, dass du das, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen. Ich teile das völlig. Ich will aber trotzdem meine Skepsis zum Ausdruck bringen, was die Kräfteverhältnisse angeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die maßgeblichen Kräfte auch in der Europäischen Union und auch in Deutschland wirklich ein Interesse an einer Deeskalation haben, wie du sie darstellst. Warum? Warum wird
Wenige Tage nach Minsk I die Sanktionsschraube gegen Russland weitergedreht? Warum wird am Tag nach Minsk Eintreten der Waffenruhe von Minsk II, die wir völlig unterstützen, weitere Sanktionen gegen Russland gemacht? Es wäre doch ein Schritt, wenn man sich doch einmal geeinigt hat in Minsk, was wir völlig unterstützen, wenn man sich da nach langen Verhandlungen geeinigt hat, dann auch Zeichen der Deeskalation zu senden, die Sanktionsschraube zurückzudrehen, auch die Rhetorik zurückzufahren. Ich habe den Eindruck, seit dem Abschluss der Minsker Verhandlungen in den deutschen Medien, in den Reden auch zum Teil, ist die Rhetorik eher noch verschärft worden in den letzten Tagen. Und das ist was mir Sorge macht. Ich glaube, wir haben trotzdem in Deutschland eine gute Ausgangsposition. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was John auch sehr interessiert an der Debatte hier in dem Land. Es waren über 80%, die nach Umfragen von Emnet in Deutschland gesagt haben, sie sind gegen eine Bewaffnung der Ukraine, jetzt vor 3 Wochen etwa. Ungefähr zum gleichen Zeit, wo der Artikel in der New York Times erschienen ist. Und wir haben eine Stimmung in dem Land, das merkt man auch heute Abend wieder, das merkt man auf vielen Veranstaltungen, dass es sehr, sehr kritisch gesehen wird, wenn die Eskalationsschraube wieder gedreht wird, wenn auch gelogen wird, was ja nun häufiger vorkam in den öffentlichen Medien. Und es gibt sozusagen eine kritische Grundstimmung in der Bevölkerung. Und ich glaube, es kommt neben all dem, was Helmut gesagt hat, auch darauf an, wie gelingt es uns, diese kritische Stimmung auch politisch wirksam werden zu lassen. Auf der parlamentarischen Ebene natürlich, auch natürlich im öffentlichen Diskurs, aber eben auch in der außerparlamentarischen Bewegung. Ich glaube, da müssen wir einfach stärker werden. Wir brauchen eine starke Bewegung in Deutschland gegen einen Kriegskurs. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, eine solche Bewegung aufzubauen. Und wenn die Veranstaltung heute Abend einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dann freue ich mich sehr. Ich möchte aber trotzdem nicht versäumen, noch Claudia Heid zu danken, die die schwierige Veranstaltung moderiert hat, hier mit den 3 Hähnen hier vorne und dem Publikum. Also es war eine tolle Moderation, Claudia. Vielen Dank. So. Ja, danke für die Blumen, lieber André. Ich will trotzdem alle noch um 5 Minuten Geduld bitten. Bitte noch nicht rausgehen. Zum einen hat Helmut mich gebeten, kurz in einem Satz etwas klarzustellen. André, ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich habe auf die Frage von Claudia geantwortet, was ich glaube, was notwendig ist. Ich habe damit nicht gesagt, dass ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland in jedem Fall meine Auffassung teilt. Ja, also um das klar und deutlich nochmal zu definieren. Nee, es sind viele Fragen hier nicht beantwortet, weil es einfach ein so komplexes Thema ist. Ich möchte aber gerne unserem Ehrengast noch eine Frage stellen. I would like to pose the last small or maybe big question to our guest of honor. As we are having this discussion in Germany, in Berlin, and as we know we are living in one world, that the discussion in one country might also influence the discussion in other countries, I would like to know from you, what do you expect from us here in Germany? What mood should we create to influence maybe the discussion in the US? Is there something we could do to, yes, gain the momentum for diplomacy, for a more realistic and therefore more peaceful political solution to this conflict? So it's maybe the last words for you here this evening. My basic view about the United States with regard to this issue is that the situation is almost hopeless. However, I have hoped all along that the Europeans, and especially the Germans, would pursue an enlightened policy and in a very important way force the United States to go along. I think, by the way, this is what happened with regard to arming the Ukrainians. Obama was under a tidal wave of pressure to arm the Ukrainians because the sanctions are not working. And what I believe saved him was Angela Merkel came to the White House
and told him in no uncertain terms that it would do enormous damage to the alliance, to the transatlantic alliance, if the Americans went ahead and armed the Ukrainians. So I think in that particular case, the Germans did exactly the right thing. I think, as I said to you before, in April 2008 at the Bucharest summit, Angela Merkel again did the right thing in fighting against NATO expansion. However, I don't think she and the German government have been doing the right thing in general since the February 22nd, 2014 coup. And I think going along with sanctions and trying to put more and more pressure on Putin and trying to continue to make Ukraine a part of the West is not the way to go. So I think the best thing that could happen in Germany is if a massive wave of support developed for diplomacy, for trying to make Ukraine a neutral buffer state, which it effectively was from 1991 to 2014, explicitly taking NATO expansion off the table, explicitly taking EU expansion off the table. If the Germans, and the German government in particular, began to push in this direction, the Americans would not have a lot of choice but to go along, because the Americans are very wary of causing a transatlantic split. So the fact is, the Germans have a lot more leverage than they realize. But the problem with the Germans is that they don't like to exercise that leverage. Germans are very uncomfortable with power. They're very uncomfortable with the idea of getting tough with Uncle Sam. But I'll tell you something, it is in your interest to do everything you can to shut this one down. Because if we continue on the road that we're going down, this one is going to get worse and worse. And it's going to have much more negative consequences for you than it is for us. One of the reasons that we are so cavalier, so careless about the exercise of power, is we have the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean between us and all of these hot spot areas. And furthermore, we are incredibly powerful. You Germans are on the front line here. Ukraine is not far away. You do not want this one to get worse. And if you let the Americans have their way, it will get worse. So I think it's high time for the Germans to stand up to the Americans and push a much more sensible policy, again, that emphasizes diplomacy and not military force, and making Ukraine basically a neutral buffer state. So, nochmal ganz herzlichen Dank an die drei Podiumsteilnehmer. Danke an das Publikum. Wir haben viel zu tun. Danke für den Appell am Ende und eine gute Nacht und einen schönen Abend.